Also meine Lösung wäre, wenn Sie mich fragen, dass wir wieder zum gesunden Menschenverstand zurückkehren und zu dem normalen Diskurs, den wir eigentlich gewohnt sind unter Erwachsenen. Auch so einer, wie ich sagen, bei dieser Frau ist schon lange etwas schiefgelaufen und auch bei vielen anderen Aktivisten, denen hätte man schon vor Jahren und schon auf halber Strecke irgendwann sagen müssen, ist gut jetzt. Ist einfach gut jetzt. Das ist, also selbst mit Kindern kann man teilweise vernünftiger diskutieren. Wir müssen diese Debatte wieder auf die Füße stellen. Wir müssen unterbinden, dass Menschen glauben, sie könnten eine Debatte dadurch unterbrechen oder beenden, indem sie den Vorwurf äußern, der ja nicht sachlich ist, sondern der nur durch die Gefühlswelt begründet wird. Also inzwischen reicht es ja aus, dass sozusagen du verletzt meine Gefühle und deswegen hast du nicht recht. Ja, das ist das Niveau eines Vierjährigen. Wir haben Parteien wie vor allen Dingen die Grünen, die diese Politik mit passenden Gesetzesinitiativen flankiert. Wir haben die CDU, die immer schön alles brav abnickt. Die Linke und die SPD sind sich im Wesentlichen in vielen Gründen, in vielen Bereichen völlig einig. Auch die FDP, die grundsätzlich ja immer eine liberale Einstellung hat. Viele von denen, die ich erlebe als Politiker, haben schlicht gar keine Keine Ahnung. Die Ahnung. meisten normalen Menschen sind völlig überfordert damit, wenn sie sofort angebrüllt werden, dass das jetzt homophob, transphob, sonst was sei. Wir haben ja auch einen gewissen intellektuellen wie soll ich sagen, einen Verlust an Intellektualität auf der linken Seite. Also früher irgendwie war die Linke irgendwie intellektuell. Man konnte sich auf hohem Niveau jedenfalls zumindest die Köpfe heiß reden. Heute ist es ja so, dass es nicht mal mehr wirklich Spaß macht, weil man es ja vor allen Dingen auch mit vielen Blöden zu tun hat, die ihre eigene Position überhaupt nicht erklären können oder sich auch noch in ihrer eigenen Position ständig widersprechen.